Hey, ich wollte mich mal wieder melden und so erzählen, was passiert ist in der letzten Zeit. Ja, im Februar war wenig zu tun, aber jetzt Ende Februar und März hatte ich irgendwie einen Auftritt und nach dem anderen Vorträge stehen an. Und es war wirklich jede Menge zu tun, sodass ich ein bisschen ins Hintertreffen geraten bin mit den Vorbereitungen. Dazu war das Crowdfunding, was auch viel Arbeit gekostet hat. Und deswegen sieht das im Moment in Wohnung und Garage noch so aus. So, wir sind jetzt 6 Wochen vor der Abreise. Chaotische Zustände hier noch in meinem eigenen Winterlager quasi. Und zu Hause geht das Chaos weiter. Ja, hier mal ein Beispiel für das herrschende Chaos. Fertignahrung, Kaffee in Tüten, Spritzschutz fürs Kajak, eine Decke, die gewarteten Schwimmwesten, Luftpumpe, Flickzeug fürs Kajak, gereinigte Bettdecken, eine Kabeltrommel, ein Echolot in der Hand, Kochtopfset für Camping, Anti-Fouling, Decksanstrich und so weiter und so weiter. Ja, und das Wetter macht zurzeit die Arbeit sowieso unmöglich. Ich zeige euch hier mal wieder ein paar Bilder von meinem monatlichen Besuch beim Boot. Ja, ich muss auch am Decksbelag nacharbeiten. Anti-Fouling muss gestrichen werden, Impeller eingebaut. Das macht natürlich so im Moment alles überhaupt keinen Sinn. Da muss ich erstmal warten. Ja, da kann ich wohl wirklich zu Fuß losgehen. Bis zu den Orlan-Inseln oder bis nach Estland. Zum Glück habe ich noch 6 Wochen Zeit. So, dann wollen wir uns das Elend mal angucken. Da liegt sie. Das Boot. Da. Aber das ist natürlich optimal, um sich weiter auszurüsten. Und so bin ich dann mal zu Globetrotter gefahren und habe da mal nach Schlafsack, Isomatte und so weiter geguckt und bin unter anderem auch bei diesem leckeren Kochbuch hängen geblieben. Geröstete Grillen. Für den großen Hunger. Insektengalette, Camembert. Rostgemüse. Aber so weit wird es wohl nicht kommen. Ja, mein Traum vom eigenen Expeditionsbüro musste ich leider aufgeben. Ich hatte mir gedacht, dass ich so 2 Monate das alles in Ruhe vorbereiten kann. Das lohnt jetzt nicht mehr. Und jetzt habe ich zu Hause alles aufgebaut. Hier sieht man mal nur das Video-Equipment. Dazu kommt nachher noch das ganze Kajak- und Zelt-Equipment. Aber ich war etwas geschockt, was alleine an Video-Equipment zusammengekommen ist für meinen Film. Am Ende passt das aber dann doch alles in 2 Taschen. So, ich glaube, langsam habe ich genug zusammen. Was sieht denn aus, wenn ich es mit mir rumschleppe? Das komplette Filmequipment für die Route der Wikinger, Salzenberg. So, zum Glück habe ich ein Boot und mache das nicht zu Fuß. Ja, der Rucksack musste aber noch besorgt werden, weil das da nicht alles reinging. Und dann bin ich nochmal in die Stadt gefahren und auf dem Weg dorthin habe ich dann zufälligerweise am Kiosk in der Zeitung geblättert und bin auf einen Artikel gestoßen über meine Reise. Das motiviert natürlich unglaublich. Ja, das Crowdfunding lief auch gut. Die ersten Dankeschöns und Geschenke habe ich jetzt rausgeschickt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da bin ich dann hoffentlich schon ein bisschen weiter und ich hoffe mal, dass das Wetter dann noch besser wird.